Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Mad Games Tycoon 2. Ihr seht, wir sind wieder weiter unser Spiel am entwickeln. Ja, das zweite Add-on ist schon in Entwicklung. Ah, das Spiel ist so verdammt laut. Also, Entwicklungsbericht 70 bis 90. Oh, wir wollen auf jeden Fall das bestmögliche Add-on raushauen. So. Sozusagen Genre, Geschicklichkeit und das Thema Cyberspace. So. Aber wir müssen mal gucken, dass wir jetzt irgendwann mal hier unser zweites Gebäude kaufen. Wir brauchen mehr Platz. Ja, Leute. Also die Musik ist ja gut und schön, aber Soundeinstellung, Musiklautstärke. So. Die knallt ja richtig, du. So. Es wird auf jeden Fall weiterentwickelt. Es macht Spaß hier. Wirklich. So, Entwicklungsbericht 70 bis 90%. So. Oh. Und so langsam gehen uns die Spielzahlen aus. Also müssen wir die Entwicklung abschließen an den Publisher geben. So. Rating 6. 82%. So. Alte Engine updaten. Ja, da wird ja noch dran gearbeitet. Spiel entwickeln. Remaster. Ja, wird erst im 86 freigeschaltet. Neues Spiel. Wir machen mal ein ganz neues Spiel. Ja, ganz neu. Wird noch eine Woche. Und dann machen wir mal Folgendes. Auftragsarbeit, Kurzauftrag. So. Dann wollen wir uns einfach mal ein bisschen Geld so beschaffen. So. Was ist jetzt? Rollenspiel und das Thema Wirtschaft. So. Wie lange hält der Trend? 62 Wochen. Spiel entwickeln. Also erstmal machen wir eine neue Engine. Neue Engine entwickeln. Für Rollenspiele. Name der Engine. H1 RPG. So. Alles rein, was nur geht. Spezialplattform. So. Verkaufspreis nur 2000, aber 3% Gewinnbeteiligung. Der Markt ist zusammengebrochen. So. Ja, toll. Der Markt ist jetzt gerade richtig schön zusammengebrochen. Dann haben wir natürlich ein Problem. So. Ja, können wir uns das gerade nicht leisten. Spiel entwickeln. Updates. Ja.
kostenloses Update für das zweite Add-on. Max. Okay. So. Oh, irgendwie das Ding am Laufen halten. Ja. So. Ja. Aufgabe abbrechen. So. Engines entwickeln. Alte Engine updaten. H1 RPG bekommt dann jetzt auch direkt das entsprechende Update. So. Spiel entwickeln. Neues Spiel. Also, Hauptthema haben wir im Moment. Machen wir mal. Das Thema Zoo ist im Moment nicht beliebt. Hauptgenre: ein Rollenspiel. Untergenre: Geschicklichkeit. Schauen wir mal, werden wir mal ein B-Plus-Spiel entwickeln. Da müssen wir mal schauen einfach. Name des Spiels. Oh, weia. Was haben wir denn als, als neue Serie? Oh. Der Steinzeitkrieger. Zielgruppe. Alle. Standardspiel. Ja. Ohne Engine. Mit unserer RPG Engine natürlich. Main Plattform. Byte. Und für die Katari bringen wir das gleichzeitig auch noch raus. So, primitiver Mono-Sound, da müssen wir uns alle noch, Kopierschutz, ja, das ist schon der beste. Etwas mehr auf die, wir brauchen viel Story. Atmosphäre. Und ein bisschen mehr Casual. So. So, und ja. Der Sound muss nicht unbedingt der beste sein. Alle Sprachen aktivieren. Zehn. Wir haben im Moment nur 10 Features. So. Dann machen wir das doch nur so, dass wir die Gameplay-Features dann auch nur einbauen. So. Okay. Entwicklung starten. Warum? Entwicklungsbericht 1-10%. Warum? So, Katastrophe der Steinzeit 2 ist vom Markt verschwunden. Ja. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, ne?
Entwicklung fortsetzen. Entwicklungsbericht. Also im Moment ist es noch ein Mittelklasse-Spiel mit 40-60%. Das ist ja ja nichts. Machen wir mal einen großen Messestand. So. Ja, ein paar neue Fans. Dann können wir damit ein bisschen was ersteigern. So, unser Ansehen ist gar nicht so schlecht. Ja. Ah, naja, die Musik ist echt ein bisschen, ich glaube, die ist ziemlich am Limit. So. So. So langsam haben sich die Verkäufe mal wieder erholt. Ja, es geht ja so langsam wieder Richtung. Ja, einen starken Aufschwung und den nächsten Mal werden sich alle Spiele deutlich besser verkaufen. Na, dann sind wir mal gespannt. Ja. So. Wie sieht's hier aus? 40-60% ist mir noch zu niedrig. Das ist mir deutlich zu niedrig. Ja. So. Wir wollen ja schließlich so viel Geld sammeln, dass wir hier das Nachbargebäude kaufen können. So, dann wir auch wirklich sagen können, ja. Wir optimieren nochmal ein bisschen. Der Steinzeitkrieger. Na. Der Steinzeitkrieger. Da muss man sich vorstellen, 40-60%, da ist ja noch gar nichts. Ja. Engine Features, moderne 2D-Blockgrafik. Ja, die würden wir da mal entwickeln. So. Unterstützung abbrechen, Auftragsarbeit, Kurzauftrag. Ja, da kriegen wir hin. Ja, ich glaube, das kriegt die hin. Ja, wir brauchen noch ein Entwicklerstudio. Unser Hauptstudio ist ja. Ja, wir hier haben wir Verlust gemacht. Ja. Okay. Spiel des Jahres, Trooper. Ja, das Spiel ist auch vom Markt verschwunden jetzt. So. Kostenloses Update. So. Schmeißen wir nochmal ein kostenloses Update hinterher. Um irgendwie die Zahlen nochmal ein bisschen was hochzutreiben. Vielleicht kriegen wir da nochmal was. Na. Wie sieht denn unsere Bilanz? Spiel wurde gespeichert. Ja, schön. Ach, nee, Leute. Mir ist gestern das Spiel auch nochmal abgestürzt und da war eine Folge war dann weg. Kann ja mal passieren. So, wie sieht es hier aus? Immer noch 40-60. Ja. So, der macht die moderne 2D-Block-Grafik. Macht er weiter. So. So. Wir machen aber hier Entwicklung. Machen wir nochmal einen neuen Arbeitsplatz rein. Machen wir noch zwei Arbeitsplätze rein. Und holen nochmal Mitarbeiter, Arbeitsmarkt. So, dann holen wir uns mal. So.
So, wo haben wir denn das? Sound und Grafik. Könnten wir noch ein bisschen mehr haben wollen. Arbeitsmarkt. So, Beruf. Ich hätte gerne jemanden für Musik und Sound. So. Fehlerfrei. Ja. So, und was noch? Für Grafikdesign. No. So. Okay. Ja, dann nehmen wir hier den besten Grafiker, den wir kriegen können. So. Versuchen das Spiel noch ein bisschen weiter zu steigern. Entwicklungsbericht. Immer noch 40 bis 60%. Ja, das ist mir einfach zu niedrig, Leute. Das Spiel soll schon richtig, richtig gut werden. Wenn schon, denn schon. So. So. So, was hat sie? Auftragsarbeit. Kurzaufträge. 10 Wochen Zeit für einen Arbeitsaufwand von 3,8. Warum? Ja, das Addon hat sich nicht verkauft. Das war nix. Warum? Das war nix. Fünfzig bis 70%. Na. So, Gameplay-Features. Ja, da müssen wir mal. Da werden wir jetzt einfach mal durchforschen. Die Jungs sind halt noch nicht so für. Alte Engine updaten. So, die Engine bekommt noch ein Großupdate. Typhoon. Sierra hat das Spiel Superboy. Jungle Jumper. Eieieiei, da sind Spiel dabei, Spielnamen dabei, Leute. Ihr habt euch wirklich was einfallen lassen, ne? Da habt ihr euch wirklich was einfallen lassen. Ach, ich hab mal Spaß hier. Ich hab echt mal Spaß. Boah, Leute, wie sieht's denn hier aus mit dem Entwicklungsbericht? Ja, 50 bis 70%. Ja, dass ihr andere Spiele im Moment deutlich besser bekommt. So, nochmal nur einen kleinen Stand. Da kommen nicht viele Leute, aber. So. Safe Games. Ja, da sind so einige Sachen hier. Ja, 500.000 Euro hat das schon was gekostet, das Spiel. Ja. Neue Plattform mit Erich. Commodore C63. Na? So. C63. Sagt, das kaufen wir uns mal. So, Spezialplattform. Da werden wir die mal dafür. So.
Ach so, also eine Engine ist auch ohne. Kurzauftrag. Ja, ein paar tausend verdienen wir damit, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. 50 bis 70. So. Unbeliebt im Moment. Rollenspiel und Tauchen. Na toll. Wir haben gerade ein Rollenspiel in Entwicklung. Spiele entwickeln. Neues Spiel. Name des Spiels. Steinis Wunder. Hauptgenre Adventure. Geschicklichkeit. So. Main-Plattform. Okay. So. So, und dann nehmen wir die Engine. Ja. Okay. So, dann alles ganz ausgeglichen. Und dann schicken wir. Es wurden zu viele gewählt. So, dann haben wir das. Ja, dann wollen wir mal. Entwicklungsbericht. Leitender Designer. Ja, wir wollen das Spiel ja jetzt mal gleichzeitig. Okay. Okay. Positiv aufgenommen. Na, wer hat denn hier geplaudert? Hast du's? So, wir sind aber am Ende der Folge angekommen und damit sage ich einfach mal bis demnächst, euer Hannibal. Ciao.